Sollte das wirklich? Dann ist es unsere Verteidigung etwas höher. So, jetzt habe ich mich verlaufen. Hey Mann, was machst du? Pass doch auf! Da drüben los. Verdammt, wir müssen hier weg. Mist, er hat uns gesehen. So ein Dreck. Jetzt sind wir am Arsch. Sinella, was machen die da? Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Stoppen wir den Kerl auf das Maul. Ich bin nicht hier, um euch festzunehmen oder so. Diese Angelegenheit geht mich gar nichts an. Also lasst mich vorbei. Vergiss es, unser Boss hat uns strikte Anweisungen gegeben. Da brat mir doch einer einen Storch. Was ist denn hier los? Boss? Dieser Kerl hat die Knarren gesehen, aber keine Sorge, wir bringen ihn gleich um die Ecke. Mein Fehler, Boss. Verzeih mir. Nur mit der Ruhe. Shit happens. Das ist doch noch kein Grund, so einen Aufruhr zu veranstalten. Verstehen wir uns? Ich habe euch aufgetragen, diese Sache so unauffällig über die Bühne zu bringen. In anderen Worten, Diskretion. Selbst wenn etwas schief geht. Ja, natürlich. Du hast recht, Boss. Tut uns leid. Dumm gelaufen. Aber es ist noch... Noch ist nicht Hopfen und Malz verloren. Wer hat denn diesen Text geschrieben? Ihr Jungs, bringt die Waren zurück ins Versteck, während ich ein Wörtchen mit meinem neuen Freund wechsle. Jawohl, Boss.
Also dann, Kumpel. So leid es mir tut, aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, nachdem du meine Waren gesehen hast. Willst du mich aufhalten? Versuch doch. Haha, kein Grund, gleich feindselig zu werden. Wenn ich dir an den Kragen wollte, hättest du es schon bemerkt. Weißt du, ich bin Händler. Sehe es als meine Aufgabe an, faire Deals zu schließen, die alle Beteiligten glücklich machen. Du bittest mir einen Deal an? Meine Männer und ich haben hier einen bescheidenen Laden am Laufen. Wenn du so freundlich wärst, mir zu folgen? Ein Händler mit Zugang zu massenweisen Schusswaffen? Den hätte ich ungern zum Feind. Gut, reden wir. Wo sind wir hier? Hier führe ich meine Geschäfte durch. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist William Bradley. Wie heißt du? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir meinen Namen nennen will. Geschäftsverhandlungen beruhen auf gegenseitigem Vertrauen, mein Freund. Du brauchst ihn mir nicht zu sagen. Mein Informationsnetzwerk ist hervorragend, also werde ich deinen Namen so oder so erfahren. Taito Good. Hajime. Taito Hajime Moin. also. Sehr schön. Setz dich auf die Liste. Setz dich auf die Liste, ja? Geht klar, Boss. Sehr freut, deine Bekanntschaft zu machen, Hajime. Kommen wir zur Sache. Es ist mir ein Anliegen, dass du vergisst, was du gerade in jener Straßenecke gesehen hast. Normalerweise würde ich deine Stille mit Gold aufwiegen, aber ich habe das Gefühl, dass sie könnte dir eher dabei helfen, deine Lippen zu versiegeln. Was, eine Pistole? Haha. Und was für eine? So ein feines Schießeisen wirst du sonst nirgends im La Land der aufgehenden Sonne finden. Ich verstehe. Du willst mich nicht bestechen, sondern mich zu einem Komplizen machen. Schließlich könnte ich immer noch singen, nachdem ich dein Geld genommen habe. Aber mit dem Ding in meinem Besitz müsste ich mich dafür verantworten. Yes. Ich sehe schon, wir verstehen uns, Hajime. Dann wird diese Verhandlung auch gar nicht lange dauern. Ich hatte nie vor, euch zu verpfeifen. Und das hier brauche ich nicht. Ich habe meine eigene Schusswaffe. Bist bereits scharf bewaffnet? Ich habe den Eindruck, wir können dicke Freunde werden, du und ich. Das bezweifle ich. Wenn das alles ist, was du mir zu sagen hast, dann sind wir hier fertig. Schade, dass du schon gehen musst. Boss, was ist? Ach so. Was kommt jetzt? Verzeihung, aber es scheint, als wären wir hier doch noch nicht fertig. Eine Kleinigkeit wäre dann noch, bevor ich dich gehen lassen kann. Noch so ein Deal? Yes. Du bist Saito Jajime, Gast in der Teradaya-Herberge, drüben in Fushimi. Gerüchten zufolge bist du außerdem ein Biest mit deinem Schwert. Und dazu bist du ein Mitglied der Shinsengumi. Ja, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Du hast dich beschäftigt gehalten, während deine Männer Informationen über mich gesucht Ja. haben? Nimm es mir nicht übel. Ich weiß nur gern, mit wem ich Handel treibe. Doch es gibt auch Informationen, an die ich mit all meinen Quellen nicht komme. Hast du schon mal von der Uram-Yama-Gesellschaft gehört? Uram-Yama sagt mir nichts. Das dachte ich mir schon fast. Es ist der Name einer Gruppe Diebe. Sie haben einen Mann umgebracht, der wie ein Bruder für mich war. Ich agiere nur aus dem einen Grund hier, um Informationen zu sammeln, damit ich an jedem einzelnen dieser Scheißkerle Rache nehmen kann. Mein Bruder war Japaner, doch er behandelte mich nie wie ein Außenseiter, wie ich diesen Mann liebte. Und dann kam der Tag, an dem die Gesellschaft hereinspazierte
und ihn kaltblütig vor meinen Augen erschoss. Mr. Saito Hajime von der Shinsengumi, gehe ich recht in der Annahme, dass sich deine Wege zuweilen mit denen der Loyalisten Shishi kreuzen? Meine Bitte an dich, wenn du etwas über die Urayama-Gesellschaft hörst, sag mir Bescheid. Natürlich nicht umsonst. Ich habe Geld, Waffen, was du auch willst. Es gehört dir. Auch ich habe mit ansehen müssen, wie ein geliebter Vertrauter vor meinen Augen sein Leben verlor. Verstehe, wie du dich fühlst. Doch ich bin kein Söldner. Ich nehme kein Geld von Schwarzmarkthändlern, um ihre Toten zu rächen. Irgendwie müssen wir uns doch einigen können. Bitte, gütiger Herr, tu es für unseren Boss. Wir flehen dich an. Er ist ein guter Mann, wirklich. Er gibt uns reichlich Essen und Unterkunft und bezahlt uns großzügig. Das reicht jetzt, Jungs. Ich weiß, es steht uns nicht zu, Forderungen zu stellen. Aber du bist seine einzige Hoffnung, Saito-san. Wir können uns nur demütig vor dir verbeugen. Aber wir flehen dich an. Ganz ruhig, ihr beiden. Ich sehe, was ich tun kann. Einverstanden? Erwarte nicht zu viel. Ich habe meine eigenen Angelegenheiten. Außerdem habe ich von den Kerlen nie gehört. Falls sich das ändert, melde ich mich. Hajime. Danke, vielen, vielen Dank, Saito-san. Sag mal, Boss, wenn Saito-san jetzt zu uns gehört, warum zeigst du ihm nicht ein paar deiner Techniken? Haha, das ist doch mal eine Idee. Hajime, du trägst zwar eine Schusswaffe bei dir, aber wie geschickt bist du im Umgang damit? Na, wie geschickt ich bin? Schwer zu sagen, ich ziele und schieße einfach. Oh nein, 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 nein. Das, so geht das aber nicht. Du bist doch kein Bengel mit einer Steinschleuder. Pistolen sind Kunstwerke. Ich gebe all meinen Jungs Schusswaffen, aber die richtige Technik ist es, die einem am Ende den Kragen rettet. Also lässt du die Zielübung machen? Yes. Ja, was bringt es einen, eine Flasche oder eine Strohpuppe treffen zu können? Nein, mein Training ist praktischer Art. Hey, warum heißt Mr. Eto-san nicht willkommen, indem er ihn einen Übungskampf herausfordert? Keine schlechte Idee. Leite deine Pistole, Hajime. Ich werde dir dann ein paar Tipps geben, wie du sie schlagen kannst. Du bringst mir bessere Schusswaffentechniken bei? Na gut, warum nicht? Sehr gut. Ready? Go! Great, siehst du? Es steckt doch mehr dahinter, als bloß wild drauf loszuschießen. Da muss ich dir recht geben. Vielleicht ist die Schießkunst ja so komplex wie die Schwertkunst. Haha, das wollte ich hören, Hajime. Das war erst der Anfang. Ich werde wiederkommen. Wir werden dir auch helfen, wo wir können und können. Bitte tu, was in deiner Macht steht, um Informationen für den Boss zu sammeln. Sicher. Ich lasse es euch wissen, wenn mir etwas zu Ohren kommt. Danke dir. Die Türen hier stehen dir jederzeit offen. Nur, dass du es weißt. Oh, eines noch. Hier unten gehen alle möglichen Waren durch unsere Hände. Meine Jungs sind auch Selbsthändler. Du könntest ein Schnäppchen machen. Sprich mit ihnen, wenn du wissen willst, was wir derzeit im Angebot haben. Oder falls dir der Sinn danach steht, ein wenig zu plaudern. Gut, merke ich mir. Wunderbar. Wir sehen uns, Hajime. Heute will ich dir das ein oder andere über Spezialmunition beibringen. Das Brot und Butter eines jeden Revolverhelden. Spezialmunition? Ja, die habe ich schon mal benutzt.
Das Gleiche hast du über deine Pistole auch gesagt. Ich werde mich mit eigenen Augen davon überzeugen, ob du wirklich weißt, wovon du So, redest. danach. Hier, nimm das und kämpfe erneut gegen meine Jungs. Das ist doch mal ein Arsenal. Mach dich bereit, es einzusetzen. Rüste zunächst die verbesserten Patronen aus. Vergiss nicht, dass was du nicht lädst, nehmen sie später deine Leiche ab. Yes. Right. Achte im Folgenden darauf, wie sich von normalen Patronen unterscheidet. Ready, go! Probiere einmal verbesserte Patronen zu verschießen. Sie besitzen keine großen besonderen Effekte, dafür jedoch eine hohe Durchschlagkraft. Lichtpatrone aus. Lichtpatronen können den Gegner lähmen und bewusstlos machen. Säurepatronen können Rüstung des Gegners zersetzen. Giftpatronen können den Gegner Giftschaden zufügen. Gut, du lernst schnell. Diese Art Know-how kann im Kampf gegen den Unterschied machen, zwischen Leben und Tod bedeuten. Verbessertes Patronenwissen. Du kannst die Fähigkeit erlernen, indem du deine Seelensphäre. Ja, scheint, als gäbe es viel zu beachten. Wenn du diese Fähigkeiten meisterst, kannst du verbesserte Patronen sogar beim Schmied herstellen. Versuch dich mal daran. Für nächstes Mal habe ich mir schon was Gutes überlegt, Hajime. Komm wieder, wenn du bereit dazu bist. Ich hatte dich schon erwartet, bereit für deine nächste Lektion. Ja, bin schon gespannt drauf. In letzter Zeit tauchen immer mehr junge Leute mit eigenen Schusswaffen in der Gegend auf. Ich gehe mal davon aus, dass du am Leben hängst. Also ist es wichtig, dass du weißt, wie du Kugeln ausweichen und Gegenfeuer geben kannst. Macht Sinn. Bist du bereit? Denke schon. In Position, Jungs. Ready, go! Hey!
Gut. Die Jungs scheinen auch ihre Freude an dir zu haben, Hajime. Ein Doppelschritt wurde freigeschaltet. Du kannst die Fähigkeit erlernen, indem du eine Seelensphäre in die entsprechenden Platz im Fähigkeitenmenü setzt. Verstehe. Ich muss die gegnerischen Schüsse erfassen, ausweichen und zurückschießen. Yes. Ganz genau. Jetzt bist du bereit, so richtig auf die Probe gestellt zu werden. Ich will sehen, wie du damit umgehst, wenn du umzingelt wirst. Ganz schön viel auf einmal. Das bringt dich das schon ins Schwitzen. Keine Sorge, sobald einer einen einzigen Schuss abkriegt, verlässt er den Kampf. Manche sind bewaffnet, aber andere nicht. Am besten konzentrierst du dein Feuer erstmal auf diejenigen, die dir Gegenfeuer geben können. Ganz wichtig, wenn du einen Schuss zu viel abkriegst, lasse ich die Übung ab. Ich will dich flink auf die Füße sehen, Hajime. Verstehe. Geht also darum, dem Feuer auszuweichen und die Gegner effizient auszuschalten. Du sagst es. Die Übung endet, wenn du 30 Männer ausgeschaltet hast. Bist du bereit? Männer, ready, go! Easy! Great. Great! Besser als erwartet. Essenz der dreibeinigen Stute wurde freigeschaltet. Du kannst die Fähigkeit erlernen, indem du eine Seelensphäre ja. Diese Art von Training ist Gold wert für deine Präzision. Probiere dich so oft daran, wie du nur kannst. Verstanden. Das hier sollst du auch haben. Eine Belohnung für deine Leistung sozusagen. Sprich mit den Jungs, wenn du Lust auf noch eine Runde hast. Und keine Sorge, nächstes Mal belohne ich dich auch wieder. Verstanden. Horst, oben auf der Straße ist was los. Und? Du weißt, aus sowas halten wir uns raus. Ja, aber ich habe gehört, wie einer von ihnen die Urayama-Gesellschaft erwähnt hat. Urayama! Sind das nicht die Leute, nach denen du suchst? Damit hatte ich heute nicht gerechnet. Ich könnte in die Bredouille kommen, wenn sie mein Gesicht sehen. Boss, wenn es wirklich Urayama sind, weiß ich nicht, ob wir ohne dich mit ihm fertig werden. Den Teufel werdet ihr tun. Ihr haltet euch da raus, solange die ihren Auftragsmörder dabei haben. Was machen wir dann? Warte, Saito-san, könntest du für uns die Lage prüfen? Du bist ein besserer Kämpfer als wir. Du wirst mit ihnen fertig, bitte. William? Ich hatte gesagt, dass ich für dich Informationen sammeln würde. Soll ich mal sehen, was da vor sich geht? Ja, dafür wäre ich dir sehr dankbar. Verstanden. Vielen Dank. Der Boss und ich warten in der Nähe und behalten die Lage im Blick. William hat einen Auftragsmörder erwähnt. Sollte ich mich vorbereiten, bevor ich gehe? Also gut, ich bin soweit. Wir zählen auf dich, Hajime. Ich sollte mir danach Heilung kaufen. Ich müsste eigentlich am richtigen Ort sein. Hey, wer zur Hölle bist du? Ich hörte, dass es hier Ärger gab. Hat sich die Lage schon beruhigt? Ah, ja, das war eine Gruppe von Kerlen, die sich die Urayama-Gesellschaft nennen. Verstehe. Kannst du mir mehr über diese Gesellschaft erzählen? Warum? Suchst du die oder wie? Nein, ich bin nur neugierig. Neugierig? Was? Tut mir leid, aber jetzt kann ich dich nicht mehr gehen lassen.
Mir wurde aufgetragen, jeden aufzugabeln, der nach der Gesellschaft fragt. Eigentlich hatte ich einen Pack dreckiger Ronin erwartet. Ha, so siehst du gar nicht aus. Schon kapiert. Ich bin in eure kleine Falle getappt. Warum ersparst du uns nicht etwas Stress und kommst brav mit? Wir sind in der Überzahl. Wenn das so ist, können wir die Zahlen etwas ausgleichen. Was? Wer hat den Ausländer eingeladen? Ich dachte, du wolltest dein Gesicht nicht zeigen. So eine Chance würde ich mir nicht entgehen lassen. Und ich werde auch nicht dabei zusehen, wie ein Freund allein zum Galgen geführt wird. Für einen Schwarzmarkthändler hast du ein ausgeprägtes Ehrgefühl. Das nehme ich mal als Kompliment, Samurai. Hey, hier spielt die Musik. Was quatscht ihr beide so rum? Wenn ihr nicht freiwillig mitkommt, schlagen wir euch alle nieder. Keine Sorge, unsere Gespräch ist schon beendet. Scheiß drauf, bringt sie beide um. Macht es schmerzvoll. Der Ausländer soll bereuen, nicht in seinem Land geblieben zu sein. Was war das? So viele Kugeln. Jetzt seid ihr dran, bedreht. Gehört ihr zur Urayama-Gesellschaft? Nein. Ich schwöre, die haben uns nur angeheuert, um neugierige Schnüffler ausfindig zu machen. Mehr wissen wir nicht. Müssen sie euch auch gesagt haben, wo ihr diese Leute hinbringen sollt? Was ist die Adresse? Laut Befehl sollen wir sie nur fesseln und unter einer Brücke zurücklassen. Bitte, bitte lasst uns gehen. Ich glaube, der Lärm kam von hier. Kommt, Männer. Wir müssen von hier verschwinden. Verdammt. Verdammt, Urayama. Rissen wir eh und je. Was denken diese Kerle aus, dass sie dafür so vorsichtig sein müssen? Das Ganze ist eine kaufmännische Gesellschaft, wenn man es so schimpfen kann. Sie reisen herum und verschachern Ware aus dem Ausland. Dabei ziehen sie Leute über den Tisch, die es nicht besser wissen. Natürlich haben sie sich auf die Art einige Feinde angelacht. Also haben sie Auftragsmörder auf der Gehaltsliste, um Probleme aus dem Weg zu schaffen. Zwielichtige Schwarzmarkthändler wie aus dem Bilderbuch also. Einer von eben jenen Auftragsmörder hat meinen besten Freund und Bruder Simon auf dem Gewissen. Du sagtest, er wäre vor deinen Augen umgebracht worden. Damals war ich noch nicht beim Waffenhandel tätig. Ich handelte nur mit Lebensmitteln und anderen Waren aus dem Ausland. Simon war Magistrat in Nagasaki, behandelte mich nie wie ein Hinterwäldler aus Übersee. Nein, er half mir, er wurde mein Freund. Ich glaube, er spürte, dass ich keine bösen Absichten hatte. Ich wollte Japan bloß zeigen, was die Welt zu bieten hat. Ich sehe schon, du hattest ein aufrichtiges Geschäft. Also behandelte Simon nicht gut, was den Urayama gestunken haben muss. Ganz genau. Du musst wissen, Simon hatte keine Nachsicht mit Betrügern, die sein Volk ausnehmen wollen. Ihn und mich auf einmal loszuwerden, wären für die Urayama-Gesellschaft zwei Fliegen mit einer Klatsche gewesen. Simon starb, aber du bist noch am Leben. Wissen die, dass du überlebt hast? Wenn sie es wüssten, wäre längst jemand vorbeigekommen, um den Job zu Ende zu bringen. Und nun? Die Männer von eben könnten ihnen erzählen, dass sie dich gesehen haben.
Haha, früher oder später musste dieser Tag kommen. Von nun an müssen wir auf das Schlimmste gefasst sein. Vielen Dank für deine Hilfe, Hajime. Komm bald wieder, wenn du neue Techniken lernen willst. Das werde ich. Lust, wieder gegen 30 von uns anzutreten? Einer von denen ist doch ein Händler. Ist das schon Hajime? William hat mir erzählt, dass ihr auch hier unten Tauschhandel betreibt. Ganz recht. Wir haben also einige nützliche Dinge auf Lager. Folgendes: Wir führen hier nur Tauschgeschäfte durch, also brauchst du deinen Geldbeutel gar nicht zu zücken. Sprich mit den anderen, wenn du Interesse hast. Jeder dürfte etwas anderes anzubieten haben. Bin mir sicher, dass du was davon gebrauchen kannst. Hier ist mein Angebot. Buch der Offenbarungen Wind. Tausch gegen 5 Bärenschnitzereien. Gehört es dir? Kein schlechter Deal, oder? Freundschaftspreis, weil der Boss dich gern hat. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe dieses provinzielle Dojo-Zertifikat hier. Dafür will ich bloß 10 Aquamarine. Komm schon, Flosse drauf. Wollen alle eine Perle haben. Ich dachte, hier bekomme ich vielleicht mal Waffen oder so. Handhaus. Kann ich mir den いらっしゃいませ。
Hm.